Herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, den nächsten Redner anzukündigen. Und zwar ist es Jens Martin Rohde vom Berliner Energietisch. Ich habe hier eine Erinnerung an euch als Kämpfer. Wir haben ja 2010 den Berliner Wasservolksentscheid in der zweiten Stufe, in der ersten Stufe gehabt mit 320.000 Unterschriften. Und dann im Jahr 2011 hatten wir dann am 13. Februar 666.000 Berlinerinnen und Berliner, die unserem Wasservolksentscheid zugestimmt haben. Das waren 98,2% aller Berlinerinnen und Berliner, die zur Abstimmung gegangen sind. Und zur Erinnerung, wir hatten mit unserem Volksentscheid mehr Stimmen, als Rot-Rot damals zur Regierungsbildung hatte. Also, und diesen Erfolg, den wünsche ich euch natürlich auch. Nicht nur Veolia soll raus aus dem Berliner Wasser. Vattenfall soll raus aus der Berliner Energie. Herzlich willkommen, Jens Martin Rohde. Das andere Mikro. Ich erzähle jetzt gerade was zum Stromkonzern. Hört nichts. Ist noch jemand, oder? Ja. Gut, wir bauen das Musikauto ab. Ihr habt jetzt zwischendurch mal 15 Minuten Zeit. Dann können wir wieder fahren und dann geht alles während der Fahrt. Okay, also, ich bin kein Mikro. Ich möchte trotzdem euch auch eine lange Rede ersparen. Ich bin auch ein bisschen erkältet. Deswegen, kurz zwei Worte. Jetzt Martin vom Berliner Energietisch. Das Einzige, was ich eigentlich sagen möchte, ist ein ganz herzliches Dankeschön an den Berliner Wassertisch. Unser großes Vorbild für den Berliner Energietisch. Wenn ihr euch hier so ein bisschen rumguckt, dann seht ihr auch einige Aktivisten hier loslaufen. Wir mit Klemmbrett, mit Sandwich. Hier werden wieder kräftige Unterschriften gesammelt, und zwar Unterschriften für den Strom. Ne, da könnte man sich natürlich jetzt fragen, ob wir uns hier verlaufen haben mit dem Strom. Ne, das geht doch heute hier um Wasser. Ganz im Gegenteil, es ist im Prinzip zwar, Strom ist was anderes als Wasser, aber es geht um dasselbe Thema, es geht um Privatisierung. Genau wie das Wasser ist auch der Strom. Ja, geht um das Thema Privatisierung, aber gegen die Privatisierung, ganz genau. Alles, was mit Strom zu tun hat in Berlin, hat die öffentliche Hand überhaupt nicht mehr und in ihrer Hand. Alles, was mit Strom zu tun hat, gehört der Firma Vattenfall im Augenblick in Berlin. Aber wir haben die große Chance, nach 2014 laufen die sogenannten Konzessionen, also die Erlaubnisse aus, hier die Stromnetze betreiben zu dürfen in Berlin. Diese werden für 20 Jahre vergeben, und wenn wir jetzt nichts tun, dann geht der Strom wieder für 20 Jahre in die Hand von Vattenfall. Das haben wir natürlich gemacht. Wir haben uns zusammengesetzt mit einigen Initiativen, unter anderem dem globalisierungskritischen Netzwerk ATTAC, bei dem ich auch privat gerne unterwegs bin, und haben uns gemacht, Menschen gesagt, was einmal klappt, das klappt auch ein zweites Mal. Wir starten ein Volksbegehren. Das hätten wir nicht getan, wenn es nicht diesen wunderbaren, schönen, großen Erfolg des Berliner Wassertisches gegeben hätte. Wenn es nicht die vielen Menschen bei euch gegeben hat, die sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich, die sich Tage, Nächte, Wochen, Monate durch engagiert hätten für dieses Volksbegehren mit dem Wasser. Wenn wir nicht gesehen hätten, dass sowas funktionieren kann in unserer Stadt Berlin, hätten wir gar nicht erst angefangen. Also, deswegen mein herzliches Dankeschön und einen wunderschönen weiteren Weltwassertag.